Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute darf ich mal ein Propane Enduro Bike testen. Und für alle, die jetzt direkt neidisch werden, nein, wir haben das nicht zugeschickt bekommen. Das hat mir einfach ein Freund geliehen. Und ich darf es jetzt einfach mal auf Herz und Nieren testen. Ihr seht, es ist noch recht jungfräulich, hat aber schon einige Spezifikationen erhalten. Und ja, farblich top abgestimmt. Ich bin jetzt so ungefähr 650 Höhenmeter damit getreten, bisschen flach auch schon, und muss sagen, vom Fahren her war es schon mal richtig, richtig geil. Fazit gibt es aber natürlich erst nach dem Trail, das ist auch klar. Die ersten Höhenmeter habe ich in den Beinchen und ich muss sagen, bisher fährt sich's gut. Also ich könnte wirklich bisher nichts Negatives finden. Ich bin außer Puste, aber da kann halt das Radl auch nichts dafür. Circa 400 Höhenmeter höher, ohne Pause bisher. Muss ich echt sagen, fährt sich gut. Aber oben am Gipfel gehen wir dann auch gleich noch auf die technischen Details ein. Echt so ein richtig knackiger, steiler Uphill. Den schaffe ich immer gerade so. Und jetzt schauen wir, ob es damit auch geht. Und ich würde sagen, das sieht verdammt gut aus. Yes! Wuhu. Und jetzt gehen wir einfach mal die technischen Details durch, würde ich sagen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Details. Bei dem Bike handelt es sich um das Propane Spin Drift AL 29 Zoll in Large. Die Farbe ist Raw Matt und die ganzen Spezifikationen sind in Lime. Ausstatten kann man sich die Bikes ja nach Wunsch, das heißt dann Individualausstattung. Federgabel ist eine RockShox ZEP R und der Dämpfer ist ein RockShox Super Deluxe Coil RCT mit dem Vorteil, dass man ihn sperren kann. Federhärte ist 450. Die Schaltung ist eine SRAM GX Eagle 1x12. Und ja, was ist noch wichtig? Die Bremsen natürlich Magura MT7 Performance, aber ich denke, das sieht man eh relativ leicht. Und der Laufradsatz ist ein Eigenbau, das ist ein Propane ZDR Flow S1. Na gut, ZDR-Felgen sind schon auch immer cool. Man hört auch die laute Narbe. Damit ging es für mich dann auch schon auf die Testfahrt. Und wer mich gut kennt, der weiß, dass ich normalerweise immer ziemlich lang brauche, bis ich mich auf ein Radl eingeschossen habe. Jetzt habe ich heuer den Vorteil, dass ich wirklich schon ein paar Mal Bike gewechselt habe. Von dem her ging es relativ easy. Und oben ist auch erstmal nur ein kurzer Trailabschnitt. Dann kommt nochmal ein bisschen Schotterstraße, bevor es dann wieder weiter auf den Trail geht. Und so konnte ich mich schon ganz gut einfahren. Und am Ende des Videos auch auf jeden Fall ein gutes Fazit zum Radl geben, zumindest was mich angeht. Ich bin sehr gespannt, ob ihr da mit mir d'accord seid oder wie ihr das so seht. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch schon Erfahrung mit dem Bike. Und ansonsten hat es einfach super viel Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Ich bin ja auch selten auf 29 Zoll unterwegs. Ich mag eigentlich ja lieber 27,5 plus. Da bleibe ich auch voll und ganz dabei. Trotzdem war es mal richtig spaßig, so zu fahren. Und ja, ist auch alles richtig gut gegangen. Im Moment ist es übrigens super, super trocken, was dem ganzen Biken natürlich generell noch viel besser tut. Also ich finde, es macht immer noch viel, viel mehr Spaß, wenn es einfach trockene Trails sind, wo man so richtig schön durchschredden kann und vielleicht noch ein bisschen Laubrascheln hört oder so und nicht nur Pfützen spritzen. Thank you.
schön, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Damit bin ich auch schon wieder zurück und wir kommen zum Fazit. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt nichts Negatives finden können am Rad. Es hat echt Freude gemacht, die Geometrie ist cool. Ich bin super damit zurechtgekommen. Die Anbauteile taugen mir auch alle sehr. Wer mich kennt, der weiß, ich schwöre normalerweise auf Shimano-Bremsen. Da sind jetzt mal Gura drauf. Die sind aber auch richtig gut bissig. Ich meine, im Moment sind die, glaube ich, auch so das Nonplusultra, wenn man Tests liest. Ich finde auch super, die Bremsbeläge halten relativ lang. Die haben wir auch im E-Bike, deswegen kann ich da jetzt mitreden, obwohl ich es jetzt nur einmal Test gefahren habe. Die Schaltung ist top eingestellt. Das ist von Propane so gemacht. Trotzdem zu meinem Fazit, ich würde keinen Versender kaufen, auch oder gerade dieses Propane nicht, obwohl es sich jetzt geil gefahren hat, denn ein Kurbelarm war defekt ausgeliefert, also da war das Gewinde nicht in Ordnung, da konnte man das Pedal nicht reinschrauben, da war ich auch selbst dabei, ich habe sogar ein Video davon, hatte auch dann selbst Kontakt zu Propane und die haben gemeint, ja, sie können das nicht ändern, das muss eingeschickt werden. Und das ist halt dann einfach der große, große Nachteil beim Versender. Ja, jetzt lasst euch mal keinen Kumpel haben, der zufällig ein Gewinde schneiden kann. So wie in dem Fall. Da ist im Erdgeschoss ein Nachbar, der eben Gewinde schneiden kann, weil der BMW C1 Motorräder repariert und eine riesen Werkstatt hat. Guter Zufall. Ansonsten rennst du zur Werkstatt, zur Radlwerkstatt, bettelst da dann rum, weil die natürlich genug mit ihren eigenen Bikes zu tun haben und keinen Bock drauf haben, irgendeinen defekten neuen Versender zu reparieren. Oder du schickst es halt wieder zurück und wartest und hast dann halt kein Fahrrad. Also von dem her, ja, das Rad hat echt Spaß gemacht. Auch mehr Spaß, als ich dachte, muss ich gestehen. Es hat richtig Freude bereitet, damit zu fahren. Trotzdem, mein Fazit, ich würde keinen Versender mehr kaufen. Ich hatte selber auch schon Canyons, ich hatte da auch schon meine Probleme damit. Ich glaube, das ist halt das generelle Problem bei Versenderbikes. Und ja, wenn man sich selber nicht mega gut auskennt mit Schrauben oder sämtliche Ersatzteile lagernd hat, dann würde ich die Finger einfach davon lassen. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen so sind, generell mit Versendern und auch mit Propane. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf und freue mich auf eure Einschätzungen.